Ich bin Ärztin und habe vor 25 Jahren meine Doktorarbeit geschrieben über alles, was eine Frau über ihren Körper wissen kann. Und ich war damals schockiert, dass ich selber zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr wenig über mich wusste. Und es war mir ein Anliegen, diese Körperkompetenz und dieses Basiswissen weiterzugeben. Und zwar in einer Weise, dass es uns hilft, mit unserem Körper liebevoller und vertrauter zu leben. Obwohl sich in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft schon eine ganze Menge getan hat, ist die Auseinandersetzung mit der Thematik Fruchtbarkeit, Zyklusgeschehen, Menstruation immer noch eher problem- und tabubehaftet. Der Biologieunterricht wird sich leider Gottes darauf beschränken müssen, biologisches Faktenwissen zu vermitteln. Dann steht im Fokus meist das Risiko, die Gefahren, die Bedrohungen, die dann mit der Geschlechtsreife unserer Kinder auf sie zukommen. Und da kommen wir zum Leitgedanken unseres Projektes. Nur was ich schätze, kann ich wirklich schützen. Die Grundlage, überhaupt mit Bedrohungen und Gefahren umgehen zu können, ist, dass ich zunächst einmal erkenne, das, was in mir vorgeht, ist großartig, ist ein Schatz oder wie die Jungs und Mädchen sagen, das ist cool. Wir bieten ganztägige Workshops an mit dem Thema die Zyklusshow für die Mädchen und Agenten auf dem Weg für die Jungs. Sie erfahren ganz viele Informationen, aber verknüpft mit Bildern, Vergleichen, Symbolen und Geschichten aus der Lebenswelt der Jungen und Mädchen. Und da sehe ich die Innovation des MFM-Projektes, dass sie lernen mit allen Sinnen. Ganz wichtig dabei ist die Miteinbeziehung der Eltern, die in einem Informationsvortrag auch über die Inhalte und auch über diese wertschätzende Zugangsweise des MFM-Projektes informiert werden. Seit Beginn des Projektes 1999 haben wir inzwischen fast 400.000 Mädchen, Jungen und Eltern erreicht. Und inzwischen gibt es allein in Deutschland 333 Referenten und Referentinnen. Und das Projekt ist in vielen europäischen Ländern verbreitet. Meine Vision ist es, Männer und Frauen durch ihr ganzes fruchtbares Leben hindurch zu begleiten mit verschiedenen Angeboten. Ein erster Schritt ist schon in der Pilotphase ein Aufbauworkshop für Jugendliche. Weiterhin gibt es schon auch ein Angebot für erwachsene Frauen und für Frauen, die in den Wechseljahren sind. Was die gesellschaftliche Wirkung angeht, denke ich, gibt es zwei Aspekte. Der eine ist ein gesundheitspolitischer Aspekt, dass einfach durch das Wissen, durch die Körperkompetenz letztlich auch Gesundheitskosten reduziert werden können. Und der andere ist ein individueller, persönlicher Aspekt, dass Menschen, die sich in ihrem Körper wohlfühlen und sich auskennen, einfach ein Stück zufriedener und glücklicher sind. Und wenn ich sehe, dass junge Mädchen ganz glückstrahlend aus dem Workshop rausgehen und sagen, jetzt weiß ich Bescheid, oder Frauen nach dem Vortrag ganz erschüttert, begeistert und beglückt sind, dass sie dieses Wissen zum ersten Mal richtig erfahren. Das Geschenk möchte ich gerne an viele Menschen weitergeben.